Du suchst den richtigen Coach für dich. Diese vier Elemente helfen dir, garantiert den richtigen zu finden. Was ist das erste Element? Wenn du in dieser Kennenlernphase bist, achte gut drauf. Kommt bei dir da Energie oder geht sie weg? Hast du ein gutes Gefühl, wenn du mit ihm redest, wenn du mit ihm in Kontakt bist, oder eher Bauchweh? Das zweite Element. Welchen Ansatz verwendet dieser Coach? Ich verwende die Natur und alles fließt. Und so ist es in meinem Unternehmen genau das Gleiche. In der Mitarbeiterführung, in der Grundmotivation, in der Zielerreichung ist viel Druck im Unternehmen oder fließen die Dinge? Geht es leicht oder schwer? Wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Wie schaut das Kundenmanagement aus? Wie leicht oder wie schwer erreichen wir Ziele? Alles Dinge, die aber in einem Unternehmen einfach ganz, ganz wichtig sein. Und ganz klar, wie schaut das Betriebsergebnis aus? Ist es eher bescheiden oder macht es Spaß, macht es Freude? Können wir aus eigener Kraft investieren oder brauchen wir für jede Kleinigkeit eine Bank? Das sind alles Dinge, die spielen in einem Unternehmen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Ganz speziell, wenn die Mitarbeiter alle Gas geben, dann heißt es noch nicht, dass sie alle in die gleiche Richtung ziehen. Was nützt es, wenn alle Gas geben, aber jeder zieht in eine andere Richtung? Das nützt gar nichts. Und darum, fließt in einem Unternehmen oder nicht? Also schau, welchen Ansatz dein Coach verwendet. Weil das ist ganz wichtig, das muss mit dir zusammenpassen. Kunden, die was mit mir arbeiten, die lieben das Natürliche, das Einfache, den Impuls, den richtigen Impuls am Punkt. Aber schau, welchen Ansatz das dein Coach verwendet. Das dritte Element, was sagen Kunden über diesen Coach? Also, hat er eine Bewertungsseite auf seiner Homepage? Hat er vielleicht Videobotschaften von Kunden, die was über dieses Coaching sprechen, die was da berichten, die was einfach erzählen, wie es war, wie es gegangen ist, was die Ausgangssituation ist, wie es jetzt ausschaut? Der Otto hat mir vor kurzem erzählt, vor 2 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen und seitdem ist sehr viel passiert. Früher war er als Feuerwehrmann im Unternehmen unterwegs und sein einziges Ziel war, mehr Leichtigkeit, mehr Flow im Unternehmen zu haben. Einfach, dass die Dinge leichter gehen und dass wir erfolgreicher sein im Unternehmen. Sie haben um jeden Kunden kämpfen müssen. Die Stimmung im Team, die war überhaupt nicht gut. Die Zahlen, Umsatzzahlen, Ertragszahlen waren eher bescheiden. Jetzt, 2 Jahre später, früher haben sie um jeden Kunden kämpfen müssen. Jetzt kämpft der Kunde um sie. Sie seien über ein Jahr voraus ausgebucht. Die Zahlen im Unternehmen machen richtig Spaß. Umsatz und Ertrag ist richtig gestiegen. Die Stimmung bei den Mitarbeitern im Team ist sensationell gut. Sie finden neue Leute, wenn sie was brauchen und setzen gar nicht so viel Aufwand dafür ein. Es macht einfach insgesamt eine Riesenfreude. Und er selber verlängert immer öfter ein Wochenende mit der Familie in Freizeit. Er sagt, scheinbar geht es ja ohne mich besser. Ja, das ist, wenn die Teamstruktur funktioniert. Also schau, was dein angehender Coach, was der für Bewertungen hat, wie die Kunden über ihn reden. Und das vierte Element, wenn du mit deinem Coach in Kontakt bist, schau, ob du eine Wellenlänge hast, ob eine gewisse Anziehung, ob eine Resonanz da ist. Und schau, ob das Ganze eine Win-Win-Situation ist. Weil jedes Geschäft, was keine Win-Win-Situation ist, ist kein langfristiges Geschäft. Also es muss jedes Geschäft eine Win-Win-Situation sein. Und so ist es bei mir auch. Ich liebe Coaching. Ich liebe es, in den Unternehmen zu sein. Ich liebe den Austausch mit Menschen. Da gewinne ich ganz, ganz viel. Und der Kunde natürlich auch. Er hat Resultate, er hat Erfolg, er startet durch, er versetzt intern Berge und das macht doch eine Riesenfreude. Also, wir gewinnen beide. Wenn du richtig durchstarten möchtest und deine Ziele erreichen möchtest, dann bin ich sicher die richtige Adresse.
Weil wir tun genau das mit unseren Kunden schon seit über 20 Jahren. Und jetzt immer mehr online. Das heißt, es ist ganz egal, wo auf der Welt du bist, du kannst diese Dinge überall nutzen. Und zwar mit persönlichem Coaching mit mir. Und übrigens, denk dran, diesen Kanal zu bewerten mit deinem Daumen und ihn zu abonnieren. Weil nachher bist du immer in der ersten Reihe, wenn was neu daherkommt. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal. In dem Sinn, mach's gut, pfiat, servus, bis zum nächsten Mal.